Yes! Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. ja. In der letzten Folge war es dunkel, und das liegt daran, dass mir die Aufnahme abgekackt ist und ich 30 Minuten verloren hatte. Wir, oh, Moment. Geht alles vor die Hunde, Kumpel. Ja, auf jeden Fall ist mir die Aufnahme abgekackt. 30 Minuten habe ich verloren und das, obwohl ich die Hauptmission verfolgt habe. Da ich das am Anfang noch nicht, also es ist mir am Anfang noch nicht egal. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, spielst du bis dahin halt nochmal und nimmst dann nochmal auf, damit ihr halt nichts verloren habt. Aber sollte das natürlich jetzt im späteren Verlauf des Spiels nochmal passieren, dass mir irgendeine Aufnahme abkackt und ich 30 Minuten verliere, egal ob es in der Hauptmission ist oder in den Nebenaufgaben, dann werde ich natürlich nicht nochmal das Spiel neu spielen bis dahin und dann nochmal neu aufnehmen. Also das ist dann ein bisschen zu krass. Ich weiß auch nicht, warum das passiert ist. Das Spiel stürzt öfter ab. Keine Ahnung, gerade bei Schießereien. Ich weiß es nicht, wir werden einfach mal gucken. Auf jeden Fall, hier sind wir jetzt gestern stehen geblieben. Ich war halt schon ein bisschen weiter, aber naja, darüber lassen wir uns jetzt nicht beirren. So, wir müssen was Orangenes finden. Da hinten haben wir schon was. Entschuldigung. Hey, also was war das mit Bobo Dix? Bobo arbeitet doch an einem neuen Album, ja? Hab davon gehört. Du wirst es nie hören. Der Wichser Gene Carcaney hat gerade Millionen geblecht, um es für sich allein zu kriegen. Was will ein großer Pharma-CEO mit einem Rap-Album? Der Typ hat eine riesige Bobo-Sammlung. Und sicher will er das Ding an seiner Wand, wie eine verfickte Trophäe. Er lässt einfach seine Kohle raushängen. Weißt du, ob Bobo angenommen hat? Hat sich noch nicht dazu geäußert. Aber er wird's tun. Ist viel Geld. Vielleicht ist noch Zeit für eine Intervention. Zeit für eine was? Eine Intervention. Der Name Gene Carcaney sagt euch doch sicher was. Das ist das Arschloch, das im Fernsehen damit prahlt, dass er den Preis für Leukämie-Medikamente anhebt. Ach, der meistgehasste Mann in Amerika. Wieso fragst du? Der ist ein riesen Bobo-Dakes-Fan. Er hat gehört, dass Bobo in der Stadt neue Songs aufnimmt und Millionen geboten, um das Album für sich zu haben. Echt dämlich. Das macht Bobo niemals mit. Der echte nicht. Also werden wir es für ihn machen. Ich werde mal sehen. Sorry? Ach. Bobo uns ein paar seiner neuen Tracks leiht, als Beweis, dass wir echt sind. Wie kontaktieren wir Carcaney? Ihr durchsucht für mich Interviews, Podcasts, was auch immer. Findet ein paar brauchbare Sätze. Wir machen ein Soundboard. Wow, gefällt mir. So, wir haben jetzt einen hohen Preis. Nein. Ich stehe wieder auf. So, dann wollen wir mal. So, hacke Bobo Dakes Telefon in San Mateo, um den Pharma-Magnaten, doch so richtig, Gene Carcaney 1 auszuwischen, brauchen wir einen Beweis, dass wir Bobo Dakes sind. Das bedeutet, dass wir uns bei Dakes einen unveröffentlichten Track besorgen müssen. Du findest ihn in San Mateo. Wir müssen weiterfahren. Oh, wir hätten runtergemusst. Ja, wir finden bestimmt auch noch einen anderen Weg. Marcus? Leute, der Cyberdriver-Trailer ist draußen. Oh ja, super. Hey, seht ihr nicht ohne mich an? Wir sehen uns im Hackerspace. Bin unterwegs. Wir könnten... Bullen. Wir könnten natürlich auch die Schnellreisefunktion nutzen. Ich habe nämlich gesehen, dass man die also sofort nutzen kann. Die muss man nicht erst freischalten oder so. Aber es macht ja so auch ein bisschen mehr Spaß, ne?
Die spirituelle Organisation New Dawn beschuldigt Aucklands Stadträtin Miranda Comey der Verleumdung. Im Interview nannte die Stadträtin die Organisation ein, Zitat, betrügerisches Schneeballsystem. Die Organisation schlägt offenbar mit mehr als nur Anwälten zurück. Das Privatleben der Stadträtin rückte ins Rampenlicht, als auf mysteriöse Weise Krankenakten über ihre Transgender-Behandlungen an die Medien gelangten. Eine New Dawn-Sprecherin sagte, die Organisation habe nichts mit den geleakten Krankenakten zu tun und behauptete die Stadträtin Comey Buhle verzweifelt um Aufmerksamkeit. Dankeschön. So, wir haben den Track. Ich habe einen neuen Bobo-Track, den die Welt noch nicht gehört hat. Wie kommt das Soundboard voran? Yo, ich bin Bobo Dakes, Bitch. Perfekt. Also, wie kontaktieren wir Karkani? Ich besuche mal sein Anwesen. Bei der Aktion muss ich sein Gesicht sehen. Könnten ja jetzt auch ein Auto klauen, aber... Mission wird verfolgt, aber nicht angezeigt auf der Map. Das ist ja interessant. Ah, die Bullen stehen da immer noch, ey. Kann das nicht bringen. Mit der können wir gleich mal direkt sprechen. Hey, ich hab genauso ein Shirt. Die Anmache ist ja ganz neu. Kennen wir uns? Ja, von der Party, weißt du noch? Ich, kann mich da nicht mehr so viel erinnern. Kann ich mir vorstellen. Was machst du gerade? Ich arbeite an einem Exploit für die neuen CTOS-fähigen Bankautomaten. Die haben eine Menge Features, die wir manipulieren können. Hast du Lust, das Ding zu testen? Oh ja, sehr gern. Schick's mir rüber. Super. Ich bin übrigens Kaylee. Marcus. Ich weiß, wir kennen uns schon. Ja, stimmt. Oh, hey. Ich bin wohl bei der Testphase von Kaylees CTOS-Geldautomat-Exploit dabei. Wie, Leute beobachten nur, dass man ihnen in die Nase guckt. Cool. Träum ruhig, Ranch. Damit können wir geldgeilen Säcken eins auswischen. Oder den Underdogs helfen. Erst mal sehen, ob ich das Ding verstehe. Bewegung. Völliger Bullshit. Oh, sorry. Notruf. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Wir brauchen die Kosten. Hier klaut jemand eine Karre. Ganz ruhig. Wir haben Sie auf CTOS. Die Polizei ist gleich da. Ja, aber dann bin ich schon längst weg. So. Diese Mission hatte ich gemacht, da ist mir das Spiel nicht abgeschmiert, aber bei dieser Kali mit diesen Bankautomaten, da hatte ich die Mission verfolgt und war dann in einer Schießerei dann später verwickelt und da ist mir das Spiel abgeschmiert, 30 Minuten für den Arsch und ja, speichern tut das Spiel automatisch, also kam ich halt nicht mehr zurück, deswegen alles nochmal neu für mich. Deswegen solltet ihr euch nicht wundern, halt, dass ich das jetzt alles noch bis dahin kenne. Ich werde mich jetzt auch erstmal hüten, die Mission von Kali zu verfolgen. Ich mache mich jetzt ein bisschen an den anderen Missionen dran. Ja, und sonst, wie gesagt, sollte das im weiteren Spielverlauf sein, dann werde ich natürlich nicht zurückspulen. Dann müsst ihr da halt leider durch und euch dann vielleicht diese Stelle woanders angucken. Und das wird jetzt sehr lustig. Ich habe mich gestern schlapp gelacht. Knöpfen wir uns den Pharma-Clown vor. Das Arschgesicht hat's verdient. Hallo? Skid! Was geht? Wer ist da? Yo, Bitch! Hier ist Bobo Dakes! Ach du Scheiße! Ich bin ein Riesenfan. Nimmst du mein Angebot an? Ja,
Ja, ich habe ein paar heiße Tracks. Echt jetzt? Fantastisch! Yep. Kann ich mal reinhören? Born and raised, bored and crazed, hate is blown the fuck away. Feeling lucky, you ain't the hero of the story. You don't go out in a blaze of glory. Make my day, tell him Boba sent you. Scheiße! Ist das krass! Dein bester Song, Mann! Gern geschehen. Das ist exklusiv, stimmt's? Sonst kriegt das niemand, nur ich. Yep. Wie läuft die Bezahlung? Bitte schon, eine Kohle läuft nichts. Schon klar. Muss wissen, wie ich es überweisen soll. Ja, sieh nach. Ah, da. Die Kontonummer? Yep. Aha. Gesendet und bestätigt. Ist bei dir. Großartig, Mann. Da wird ein Traum für mich wahr. Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dakes. Was? Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Aber Gott schuf sich selbst nach Bobos Bild. Was laberst du denn da? Yo, Bitch. Hier ist Bobo Dakes. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Wow, was zum Teufel? Komm schon, was macht ihr da mit mir? Warum ich? Komm schon! Ich gehöre zu den Guten! Das ist doch nur ein Geschäft, Mann! Ich habe Aktionäre, verdammt! No. Verbindung leider unterbrochen. Leute! Leute, er hat gerade 20 Millionen für die Leukämieforschung gespendet. Bitch, ohne Kohle läuft gar nichts. Yo, wer war das? San Francisco Driver. Oh. Ich guck mal. Hilfe, ich vermisse meinen Robot her. Dann. Daredevil Leaf. Machen wir Russian Hill zum Star des nächsten Daredevil Leaf. Springen uns zwar viele über die Runden kommen, werdende fehlt heute. Soweit wir müssen rechtzeitig ankommen. Hm. Ich nehme mal das. Ich weiß nicht, was wir ein taxifähiges Fahrzeug besorgen. Ein taxifähiges? Habe ich. Und ab nach Hause. Jetzt holen wir den Kunden ab, okay. Aha. Wir müssen uns beeilen, mein Roboter ist weg. Mein Tag ist gerettet. Wo fangen wir an? Ich habe eine Spur, aber er verhält sich unberechenbar. Vielleicht will er mich blockieren. Was? Alles klar, finden wir ihn. Ich scanne nach seinem Übertragungssender. Damit können wir ihn aufspüren. Nummer 5 ist noch nie allein gewesen. Nummer 5? Nummer 5? Sie haben einen guten Filmgeschmack. Nicht auseinandernehmen. Wer in der Robotik arbeitet, braucht einen Sinn für Klassiker. Sein echter Name ist NS245. Tidus? Tidus. Hurala. Fahren Sie rum und ich suche ihn. Ach so. Okay. Spielt er etwa mit uns? Ich sehe ihn nicht. Suchen wir weiter. Ist sowieso. Nummer 5 ist so programmiert, dass er wie unser Gehirn lernt. Ein biologisches Nervensystem? KI der nächsten Generation, nicht wahr? Hey, Sie wissen, können Sie schneller fahren? Entschuldigung, ich musste die Musik ausmachen, weil die mich doch ziemlich stört. Ah ja, hey, Sie wissen gut Bescheid. Oh, ich weiß gut Bescheid.
Und warum fahren Sie dann Taxi? So lerne ich eben. Gute Antwort. Fahren Sie um diese Zone. Verdammt! Er ist nicht hier. Ja, das war... Fahren wir zum nächsten Punkt. Das war so klar. Es ist sowieso immer der letzte Punkt. Cool. Das bedeutet, Nummer 5 lebt echt? Er ist lernfähig, aber leider nein. Seine Programmierung ist zielorientiert. Möglicherweise ist sein Ziel also, sich die Stadt anzusehen. Ganz allein? Wo? Oh. Es läuft doch schon viel, viel besser, finde ich. Nummer 5, wo bist du? Ich kann hier jemanden hacken. Ich glaube, das ist mit dem Online-Game, dass ich jetzt jemanden hacken könnte. Wir haben ihn! Jo. Soll ich da drauf fahren? Sie haben ihn! Fantastisch! Und er ist noch nicht den Los Locos beigetreten. Aus dem zweiten Teil zitieren wir nicht. Mein Fehler. Jetzt kriege ich aber Kohle dafür, oder? Los Locos treten dir in den Arsch. Los Locos treten dir ins Gesicht. Los Locos treten dir in die Eier. Mann, das glaubst du nicht. Ich stehe mitten auf der Straße. So, sollen wir mal jemanden hacken? Komm. Ich bin nicht nah genug dran. Na, das ist zu blöd, ne? Was soll das hier? Ich kann Ihnen versichern, dass der Trailer nicht geleakt werden kann. Das können Sie? Sie können das versichern? Nachdem was mit Unity, Syndicate und Osiris passiert ist? Mhm. Unsere Sicherheit war nie besser. Wenn das geleakt wird, können Sie mich feuern. Das habe ich dann noch vor. Aha. Quizfrage, Leute. Was liebt jede Gaming-Website am meisten? Als Journalismus zu gelten. Leaks. Dafür zahlen die jeden Preis. Vor allem für einen Leak von einem der großen Studios wie, keine Ahnung, Ubisoft? Marcus, spiel nicht mit meinem Herzen. Was hast du für mich? Nur eine Spur. Ein neuer Spieltrailer von Yubi San Francisco. Ich kann die neuen Follower förmlich riechen. Mal sehen, ob ein Ubisoft Coup in meinem Terminplan passt. Ubi. Egal. Okay. Ja, gucken wir erstmal. Was haben wir denn da? Wie gesagt, ich mit der Musik, ich mache die mit Absicht aus, weil ich nicht weiß, wie das mit der Lautstärke her ist. Weil du kannst hier nicht so viele Soundeinstellungen vornehmen. Du hast nur Gesamtlautstärke und Musiklautstärke. Und Glückwunsch, Marcus. Unsere Followerzahl steigt schnell. Wie viele von denen erlauben uns auch den Zugriff auf ihren Computer? Alle, darum geht's doch. Die geben uns Zugriff auf ihre Leistung. Wir bauen ein wachsendes Computernetzwerk auf, das uns stärker macht. Unser eigenes Cloud-Computing-Netzwerk. Unterschreiben die denn einen Vertrag? Hiermit übergebe ich meinen Prozessor an DedSec? Wir sind transparent. Sie wissen, dass sie uns vor der Installation der App Zugriff auf ihre Rechenleistung geben. Aber niemals auf ihre persönlichen Daten. Da braucht man viel Vertrauen. Silicon Valley würde für solche Zugriffsmöglichkeiten töten. Ihr gesamtes Geschäft basiert auf dem Farmen privater Daten. Aber wir kümmern uns um unsere Leute, Mann. Deshalb treten sie unserer Bewegung bei. Um ein Zeichen gegen die Technokraten zu setzen. Auf jeden Fall, wo war ich? Ja. Deswegen ist die Musik bei mir beim Laufen und auch beim Autofahren aus. Und während ich Auto fahre oder Motorrad fahre, da weiß ich auch noch nicht, wie sich das mit dem Mikro und mit der Lautstärke da so verhält. Da muss ich erst nach dem Aufnehmen mal reinhören und mal gucken,
Und je nachdem dann halt was leiser oder lauter stellen. Es tut mir wirklich leid, aber es geht gerade irgendwie nicht anders. Wir machen direkt Trailer im Ubisoft-Büro finden. DedSec hat von einem Trailer erfahren, den Ubisoft SF entwickelt. Wer weiß, für welches Spiel es ist. Aber wen juckt's, solange wir Follower kriegen, wenn wir ihn liegen. Und das machen wir auch direkt. Wie weit müssen wir fahren? Oh, wir müssen ziemlich weit fahren. Dann nehme ich dann aber doch lieber die Schnellreise. Da haben wir jetzt zwar einen Ladebildschirm, aber es geht wesentlich schneller. So. Nein, es ist schon okay. Und da hinten ist auch unser Opfer. Aber ich. Ich weiß nicht. Hoffentlich sind wir dafür auch schon bereit. Hier ist irgendwas Lilanes mit einem Straßenkampf markiert. Oder was? Was ist das? Showdown? Das ist cool. Ja. Warte. Oh, Entschuldigung. Okay. Entschuldigung, Madame. Heißt das denn? Sehe ich denn hier vielleicht irgendwie was in der... Nee. Hier rein komme ich ja eh nicht. Ah, hier ist noch... Eine Straße. Ich weiß nicht, ob ich dieses Showdown halt. Als erstes ins Ziel kommen, logisch. Aber wenn dein Bier dann nicht alle ist, bist du disqualifiziert. Aber du darfst nicht. Ja, anders komme ich ja wohl nicht rein, ne? Wird ja hier jetzt sonst ein bisschen knapp. Assassin's Creed. Hält eure Band nicht lassen. Ich wohne im Erdbeben-Bundesstaat. Vor dem Namen hat hier etwas erreicht. Ja, wie komme ich denn da? Ich glaube, ich muss doch dieses Showdown dann da anklicken. Entschuldigung. Ja, ich verzeihe dir, kein Problem. Hä? Ich soll nach drei anderen Spielern suchen. Warum? Hey. Ich muss doch irgendwie da hochkommen. Gibt's doch nicht. Warte mal. Vielleicht. Vielleicht muss ich da ja auch gar nicht rein. Vielleicht geht das ja ganz einfach mit Kamera. Da oben muss ich hin. Ich hab aber. Mit der Kamera komme ich nicht hin. So, da oben. Ah. Ach, scheiße. Da oben ist definitiv eine Leiter. Okay, das hilft mir nicht. Ah. Okay. Vielleicht. Warte mal. Jawohl. Man muss einfach nur mal ein bisschen besser gucken. Können wir. Ach ja, wir müssen gar nicht springen. Ich wollte gerade sagen, können wir denn springen? Okay, das schafft er nicht. Aber wir können springen. Was haben wir denn da Hübsches? Ah, jetzt sind wir drin. Finde raus, was Ubi vorhat, Marcus.
Kamera, Kamera, Kamera. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. PR-Lehrling nur. Ne, den wollen wir nicht. Ich glaube, ich muss hier rein. Ich weiß nicht recht. Komm schon. Harte Kerle, die tanzen. Oh. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, genau. Ich war hier drin. Ah, da. Okay, das sollte uns Follower bringen. Überlass das mir. Ich habe den Kontakt. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Neuer Trailer ist Schrott. Neuer Trailer ist krass. Neuer Trailer ist halbwegs okay. Ach, schreibst du nebenbei Spielkritiken, Wrench? Ich versuch's. Stehen da Bullen? Gepanzerter LKW? Um Wegpunkt zu setzen. Ach so, ja. Ich muss hier erstmal irgendwie wieder runterkommen. Ich weiß gerade nicht wie. Oder brich den Truck auf? Ah, nee, ich denke nicht. So, das haben wir. Was bist du? Ach nee, wir machen hier erstmal Blumenerledigung, der letzte Dollar. Was ist diese Nebenoper? Ach, das ist das mit dem Dingens. Ah, nee, da möchte ich mich eigentlich... Ich mache erstmal das mit dem Cyberdriver. Sieht dir den Filmtrailer im Hackerspace an? Den machen wir, das machen wir jetzt direkt. Weil das mit dem letzten Dollar, das mache ich dann, wenn ich wenn ich am Anfang einer neuen Folge bin, wegen dem, ne, ihr wisst schon. So. Ist mir egal. Brauche ich nicht. Ich meine, dieses scheiß Mucke. Ich weiß schon, warum ich nur einen Motorradführerschein, keinen Autoführerschein habe. Auf die Straße, obwohl ich echt mal einen machen sollte. Na, wir sind gleich da.
Oh, das war ich. Ich habe gehupt. So eine Vollbremsung gemacht habe. Ich war gerade ein bisschen am Träumen. Yo, Marcus, hast du den Trailer für den neuen Jimmy Siska-Film gesehen? Ist der schon draußen? Ja, ja, lass sehen, nein, Mann. Nein, nicht da drauf. Dafür brauchen wir perfekten Sound, einen großen Bildschirm und was zum Hinsetzen. Reicht. Wir brauchen Ruhe. Hast du ihn schon gesehen? Nein, ich habe auf dich gewartet. Echt cool. Danke. Okay, wir schauen jetzt den Trailer, also Klappe halten. Klappe halten. In einer durch Technologie verbundenen Welt. Ich will keine Gerechtigkeit, gottverdammt. Ein Mann streift über den Daten-Superhighway und verlangt Cybergerechtigkeit. Ich will Cybergerechtigkeit. Kann eine simple Zeile Code die ganze Welt vernichten? Das wird eine Cyberkatastrophe. Cyberdriver. Triff ihn mit dem Code-Strudel-Chip. Jimmy Siska ist. Ihr habt keine Wahl. Folgt mir oder sterbt. Devon von Devon. Wir müssen diese Hacker in Sicherheit bringen. Das sind keine Hacker, Devon. Das sind nur Script-Kiddies. Hey, das Auto antwortet. Das ist kein normales KI-Auto. Ich denke, nächstes Mal brauchen wir eine höhere Firewall, Mann. Cyberdriver! Actionheld vom Feinsten! Sprechendes Auto. Gib's so, Josh. Das Auto ist cool. Das Auto war cool. Wisst ihr, was ich denke? Wir drehen unsere eigene Version des Trailers. Und dieses Auto wird uns dabei helfen. Im Ernst? Sowas bringt uns einen Haufen Follower. Jo, zuerst gehen Josh und ich zum Studio und holen das Drehbuch. Wir sehen mal nach, welche anderen Perlen es noch über DeathSec gibt. Und wir suchen das Auto. Okay, wie läuft das jetzt? Geben wir eine Warnung raus? Nein, wieso sollten wir? Die sichern nur alles ab. Nein, lass sie doch. Keine Sorge, Cyberboy. Nein, nicht. Hackerfilme werden eben gehackt. HMP Studios. Ihr alleine seid für diesen Cyberdriver-Reinfall verantwortlich. Billige Stunts und schlechte Dialoge sind eine Sache. Aber ihr beleidigt unsere Intelligenz. Und das ist unentschuldbar. Offenbar muss euch jemand zeigen, wozu Hacker wirklich imstande sind. Und da ihr nicht gleich zu uns gekommen seid, kommen wir jetzt zu euch. Wir starten Operation Hack und Weg. Wir zeigen euch, was Hacker können. Wir sind DeathSec. Geil. Fahre zu den HPM-Studios. Ja, aber in der nächsten Folge, meine Lieben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.